Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den NYX Adventskalender. Hier geht's um Pflegeleute. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich sehe es jetzt schon, wie meine Kamera ausrastet, weil dieser Kalender so hart reflektiert durch dieses Gold und durch das Pink. Ich finde es wunderschön, aber zum Präsentieren ist es ein bisschen interessant. 86,90 Euro ist der Grundpreis von diesem Adventskalender. Sowohl Nicole als auch ich, schaut gerne nach diesem Video für eine zweite Meinung bei ihr vorbei, haben diesen Adventskalender von Purish zugeschickt bekommen, dem Beauty-Dealer unseres Vertrauens. Und ja, der wurde direkt mal auf unsere Collection-Sites gesetzt, sodass ihr da entweder mit Claudis Welt 10 oder Claudis Welt 15 drauf sparen könnt. Da das Schätzelein draufsteht, kann ich mir vorstellen, dass ihr den mit 15% ergattern könnt. Der Link dazu ist in der Infobox und ja, wir haben einen Boxen-Adventskalender, der von innen auch genauso schimmernd ist. Also sieht süß aus mit den Paketen und so, aber ich finde, dass das Design im Verhältnis relativ minimalistisch gehalten ist. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Muss ich kurz zeigen, ne? So schlicht der von außen ist, so cool ist der von innen. Denn wir haben hier in verschiedenen Sprachen drin stehen, was es für ein Produkt ist. Das finde ich total großartig und was man damit macht. Und dann haben wir hier auch so ein Karton-Inlay mit verschiedenen Ebenen, sodass die Produkte hier drin auch richtig gut geschützt sind. Es ist übrigens ein Kläppchen-Adventskalender, ganz offensichtlich, ne? Ja. Hier haben wir zuallererst ein Produkt mit 10 Millilitern drin, das Wheel Prodigieuse Or Floral. Eigentlich eine mega coole Sache. Ich persönlich mag den Schimmer hiervon nicht so gerne. Ich gebe mir dieses Produkt nämlich vor allem auf meine Oberschenkel und da brauche ich eigentlich keinen Schimmer haben. Genau, das ist nämlich für Gesicht, Haare und Körper gedacht. Für die Haare ist es mir leider zu reichhaltig, zu fettig. Fürs Gesicht ist mir das halt zu sehr beduftet, aber für den Körper mag ich das sehr, sehr gerne und Öle gebe ich mir vor allem auf meine Oberschenkel und da gefällt mir das sehr, sehr gut. Genau, aber das hier werde ich dann wahrscheinlich eher nicht verwenden. Schön am 2. Dezember dürfen wir unter die Dusche hüpfen. Da haben wir das Prodigieuse Floral mit dabei. Ein beduftetes Duschgel, das halt die Haut reinigt und mit Süßmandelöl sanft weich macht. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und die NYX-Produkte sind tatsächlich auch immer mit einem relativ starken Duft unterwegs. Aber ich finde, bei einem Duschgel ist es vollkommen in Ordnung. Bei einer Bodylotion vielleicht auch, je nachdem, ne, wie bedürftig die Haut so ist. Bei Gesichtspflege wäre ich da ein bisschen vorsichtiger. Aber ja, also für den Körper ist es soweit in Ordnung. Auch für die Haare kann ich mir das ab und an mal vorstellen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Wie gesagt, wir sind mal wieder beim Gesicht. Das ist ein Micellenwasser, Very Rose. Das ist halt schön, aber sehr stark beduftet. Dann das 3-in-1 Soothing Micellar Water for Face and Eyes, also für Gesicht und Augen ist das, mit Rosenwasser, Rosenblütenwasser. 50 Milliliter sind hier drin. Ich persönlich würde Micellenwasser eher so als ersten Schritt von einem Double Cleansing verwenden. Also das quasi auf ein Wattepad geben, wiederverwendbar am besten. Damit übers Gesicht gehen, alles lösen oder du gibst es dir direkt in die Hände und gibst es dann auf dein Gesicht. Und dann würde ich im Nachhinein nochmal mit einem wasserbasierten Schaumreiniger oder so oder einem Gelreiniger drüber gehen, um alles nochmal richtig runter zu waschen oder halt direkt unter der Dusche, ne? Und ja, ist aber schön zur Gesichtsreinigung, weil es bleibt ja nicht auf dem Gesicht. Aber ich glaube, für manche ist es ein bisschen zu rosig. Hier haben wir die Nummer 4. Guck, da haben wir nämlich hier so ein Gesichtspflegeprodukt, das Prodigieuse Boost haben wir hier. Das ist die Multi-Correction Glow Boosting Cream Gel Tube für die ersten Zeichen der Hautalterung für den Tag gedacht, 15 Milliliter. Wahrscheinlich für den Tag gedacht, weil du hier halt einen Glow mit dabei hast, ne? Ich persönlich bin nicht so ein Ultra-Fan von der Gesichtspflege von NYX selber, aber ich freue mich, dass es mit drin enthalten ist, weil das halt den Adventskalender ein bisschen vielfältiger macht. Wenn jetzt noch so ein Haarpflegeprodukt kommt, dann haben wir quasi das Ganze einmal abgerundet. Bevor wir zu den Haaren gehen, werden wir in der Nummer 5 aber erstmal eine Hand and Nail Cream sehen, die repariert, nährt und schützt. Und hier sind 15 Milliliter drin. Das ist jetzt keine Riesengröße, aber es ist eine gute Größe, die man sich so in eine Handtasche packen kann, ne? Und ich mag tatsächlich auch gerne die NYX Handcremes. Die sind wirklich schön nährend und reichhaltig. Die mag ich. Für trockene Hände geeignet.
Ist das Reff de Miel? Ja, das ist auch eine meiner Lieblingsreihen. Ne? Reff de Miel heißt auf Deutsch ein Traum von Honig und allein das finde ich schon richtig süß. Am 6. Dezember ist Nikolaus und hier haben wir nochmal ein Will Prodigieux in Floral drin, aber es ist nicht das Ohr, also es ist nicht das Schimmernde davon, auch 10 Milliliter und ich liebe diesen Duft. Also das hatte ich auch schon in der großen Variante auch schon aufgebraucht, das habe ich am Körper aufgebraucht und ich denke auch diese kleine Fiole werde ich dann aufbrauchen, weil das ist ein sehr schöner, sehr angenehmer Duft und ich finde auch, dass es die Haut sehr gut nährt und sehr schön hinterlässt. Also ich mag das. Aber halt nur am Körper und nicht in den Haaren und am Gesicht so. Zum 7. Dezember haben wir etwas drin, was auch in Richtung Gesichtspflege wieder geht, wobei wir hier nicht so eine starke Beduftung haben. Das ist die Creme Fraiche de Beauté. Das ist eine... Nee, oh, das ist eine Maske, Entschuldigung. Die Masque Repulptant, die Plumping Mask mit 15 Millilitern, wobei du dieses Produkt eigentlich auch verwenden kannst als Maske, Creme oder... Hier steht es auch, genau, man hätte auch einfach lesen können, ne? Entweder als 48 Stunden Moisturizing Cream, als Make-up Remover Milk, wobei das tatsächlich, glaube ich, ein bisschen eine sehr, sehr teure Make-up-Entferner Milch gewesen wäre oder halt als Maske. Ich habe die als Maske verwendet. Die ist wirklich sehr schön feuchtigkeitsspendend, aber eher was für, ich würde sagen, für den Sommer, wo man halt nicht so super viel Feuchtigkeit braucht oder für diejenigen, die halt nicht so eine mega feuchtigkeitsbedürftige Haut haben wie ich. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das ist das Pendant zu der Tagescreme, die wir eben hatten. Auch für die ersten Zeichen der Hautalterung ein Night Recovery Oil Balm. 15 Milliliter sind hier drin. Ich mag es auch sehr, sehr gerne, wenn man halt quasi eher so ölhaltige Produkte nachts verwendet oder als Nachtpflege verwendet, eher so reichhaltige Sachen, ne? Mag ich ganz gerne. Bei mir hat es auch immer eine gute Zeit, um einzuziehen, bevor ich mich dann quasi auf mein Kissen lege. Also sollte man dann meist, also bestenfalls nicht verwenden, 5 Minuten, bevor man schlafen geht. Aber ja, finde ich gut. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Klassiker freuen. Ich hätte mich noch mal drüber gefreut, wenn wir das in diesem Pöttchen drin gehabt hätten. Reff de Miel, das ist ein Lippenpflegestift mit Honig und Sonnenblume. 4 Gramm sind hier drin enthalten. Ich mag dieses Pöttchen total gerne, aber ich glaube, dieser Lippenpflegestift in Stickform ist auch eine schöne Sache. Vor allem ist es eine Originalgröße und das mag ich. In der Nummer 10 darf es mit unserem eigentlich quasi dritten Make-up-Entfernungsprodukt weitergehen, denn wir hatten ja schon das Micellenwasser mit dabei, die Creme Fraiche, die du ja universell verwenden kannst. Hier haben wir auch aus der Reff de Miel-Reihe den Face Cleansing and Make-up Removing Gel. Den. Ist immer schwierig, wenn man mit einem Artikel anfängt und nicht weiß, wie man den Satz weiterführt. Ne? Auch der soll entsprechend beruhigen und soft machen und das ist für trockene und sensible Haut auch gut geeignet. 15 Milliliter. Ich glaube, das ist dann auch wirklich die Reihe, die für meine Haut super geeignet ist, oder? Diese Reff de Miel. Finde ich sehr schön. Mag ich. Aber es ist halt tatsächlich der dritte Make-up-Reiniger oder ja, Gesichtsreiniger. Mehr sollte eigentlich nicht kommen und wir sind erst bei der Nummer 10. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, ist hier und das ist auch aus der Reff de Miel-Reihe, der Ultra Comforting Face Balm und der soll halt schön nähern. Und auch hier für trockene, sensible Haut, 15 Milliliter sind hier drin enthalten. Finde ich super, finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe ja eigentlich mit der Dalton-Pflege, da könnt ihr gerade mit Super Claudi 20% sparen, wenn ihr möchtet. Link dazu ist in der Infobox, ne? Gilt nur noch heute. Habe ich eigentlich auch so meinen Skincare-Partner des Vertrauens gefunden. Aber es ist natürlich so, dass ich als Produkttester auch noch links und rechts schaue und deswegen, also das interessiert mich auch sehr und ich glaube, das werde ich auch mal so ein bisschen antesten. Zur Halbzeit erwartet uns mal wieder eine Gesichtscreme. Also ich persönlich finde, es sind einfach bislang zu viele Gesichtscremes drin. Klar, Tag- und Nachtcreme kann man vielleicht als eins in Anführungsstrichen zusammenpacken. Aber es ist viel, denn hier haben wir nochmal die Maveillance Lift Glow. Das ist eine Firming Radiance Cream Wrinkle Correction Healthy Glow 15 Milliliter. Ich weiß, dass es ein Produkt ist, was nicht günstig ist, aber trotzdem finde ich, dass NYX doch deutlich mehr zu bieten hat, als einfach nur Gesichtscremes. Also da müsste jetzt noch ein bisschen mehr kommen, meiner Meinung nach. Am 13. Dezember haben wir quasi ein weiteres Duschgel drin enthalten, auch aus der Reff de Miel-Reihe Face and Body Ultra Rich Cleansing Gel. Okay, Face and Body, also fällt nicht in die Kategorie Make-up-Entfernung. Softens, Soothes mit Honig und Sonnenblume, das finde ich süß. 30 Milliliter sind hier drin, ja, das finde ich cool, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich finde auch, dass diese Honiggeschichte sehr, sehr gut Richtung Weihnachten, Heiligabend passt, ne? Schönes Produkt. Am 14. Dezember haben wir auch wieder etwas fürs Gesicht mit drin und zwar die Creme Fraiche de Beauté, aber das ist nicht die 3 in 1, sondern nur als Gesichtscreme gedacht. Moisturizing Plumping Cream mit 15 Millilitern haben wir die hier drin. Ja, eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme. Okay, also ich hatte erst gedacht so, haben wir die jetzt doppelt, aber nee, das scheint dann nochmal irgendwie was anderes zu sein. Vielleicht ist diese Version ein bisschen reichhaltiger, auch wenn im Prinzip das gleiche draufsteht. Nee, das ist Moisturizing Plumping und das andere ist Moisturizing. Okay,
sind unterschiedliche. Am 15. Dezember haben wir hier mal eine neue Reihe drin, denn das hier ist die Prodigieuse Neroli. Okay, es ist wieder ein Duschgel mit Neroli-Noten. Das wird dann natürlich eher so Unisex riechen, würde ich mal so sagen. Und das soll reinigen und ausbalancieren. Für alle Hauttypen geeignet. 30 ml sind hier drin. Sehr, sehr kleine Duschgelgrößen eigentlich für so einen Adventskalender, muss ich wirklich auch an dieser Stelle sagen. Wenn man halt 87 Euro als Preis ansetzt, dann sollten eigentlich die Duschgele dann schon ein bisschen größer sein, ne? Aber vielleicht reißt dann die Skincare das Ganze raus. Das muss ich werttechnisch ja sowieso nochmal gucken, ne? Ja, es ist das dritte Duschgel. Das sollte jetzt eigentlich auch reichen. Aber ich glaube, dieser Adventskalender nimmt es nicht ganz so genau mit den maximal drei von einer Sorte. Am 16. Dezember haben wir hier auch nochmal eine Nachtcreme drin. Auch aus dieser Merveillance Lift-Reihe. Aber natürlich nicht mit dem Glow, weil was soll dein Kissen mit dem Glow? Das ist die Concentrated Night Cream Wrinkle Correction Firming. Also quasi richtig schön glättend. Mit 15 ml haben wir hier einmal diese Typchen. Ja, kann man dann sehr wahrscheinlich hier auch die beiden Schätzchen hier in Kombination verwenden. Aber wie gesagt, es sind schon ganz schön viele Cremes und Duschgele hier, ne? Das ist irgendwie, ich brauche mehr Abwechslung, um das geil zu finden. Oh, noch eine neue Reihe am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend. Nyx Body Refte Tee, ein Traum von Tee, abgefahren. Hier haben wir ein Peeling. Oh, Revitalizing Granular Scrub. Sehr schön, mit grünem Teeextrakt. Hier sind 30 ml drin enthalten. Man muss sich nur beschweren, dann fängt der Adventskalender auf einmal an, total abwechslungsreiche Inhalte zu bekommen. Ich glaube, das ist so eine kleine Theorie, die wir hier weiter verfolgen sollten, oder? Am 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, haben wir nochmal ein Will Prodigieuse Ohr drin enthalten. Auch wieder hier für Haare und Gesicht und Körper. Auch hier wieder 10 ml drin enthalten. Und weil es halt das Ohr ist, ist es dann ja mit Glitzer. Und das ist dann halt auch etwas, was ich so für mich nicht unbedingt verwende. Aber was theoretisch total schön ist, so als Strumpfhosenersatz, ne, im Sommer zum Beispiel. Wenn man sich das so auf die Unterschenkel macht, das sieht sehr, sehr schön aus. Und da sollte man nur nicht zu viel von verwenden, weil das doch relativ reichhaltig ist. Ja, aber ich glaube auch manche, wenn die jetzt so ein bisschen anders bedürftige Haare haben als ich oder so, dass man das, wenn man so in die Spitzen oder so reinmacht, auch ganz schön machen kann, weil das dann ja auch diesen Schimmer mit dabei hat. Am 19. Dezember haben wir hier drin das Prodigieuse Huile de Douche, ein Duschöl. Siehst du, nochmal was anderes. Ist halt kein Duschgel, deswegen ist es okay. Das soll halt auch entsprechend die Haut reinigen. Oh, mit goldenem Schimmer. Hinterlässt es ein Satin Finish. 30 ml. Sowas finde ich manchmal ein bisschen schwierig. So als, aus Hausfrauensicht gesprochen. Du hast es dann halt auch einfach überall in der Dusche. Die darfst du danach sauber machen. Das ist wirklich so. Und auch in allen möglichen Klamotten und in allen möglichen Handtüchern. Weiß ich nicht. Und um das Ganze nochmal so ein bisschen zu verschärfen, gibt es, herzlich willkommen im 20er-Bereich, am 20. Dezember, das Prodigieuse Le Parfumé, also eine parfümierte Bodylotion ist das hier. Beautifying Scented Bodylotion. Hier steht zwar nicht drauf, doch, Illuminates, doch, steht hier wohl drauf, siehste, 30 ml. Auch hier sollst du dann deinen Schimmer bekommen. Kennt ihr das zum Beispiel von diesen Lancôme La Vie est Belle Bodylotions, die ja auch manchmal so in Parfüm-Adventskalendern drin sind? Ja, als ich das erste Mal angewendet habe, habe ich mir gedacht, was habe ich denn hier schon wieder gemacht? Ich habe ausgesehen wie eine Fee. Zum 21. Dezember haben wir etwas fürs Gesicht. Und zwar die Nuxurience Ultra The Global Anti-Aging Cream mit Alpha 3.8 Technology für den Tag. 15 ml sind hier drin. Das wird dann wahrscheinlich eine Creme sein, die vielleicht ein ganz kleines bisschen reichhaltiger ist oder so. Hätte ich jetzt vielleicht vermutet. Aber nicht zu reichhaltig, weil Tagescreme. Ich hab's mir schon gedacht. Die zweite und letzte Schnapszahl, da bekommen wir natürlich auch das Pendant dazu, nämlich die Nachtcreme. The Global Anti-Aging Night Cream mit Alpha 3.8 Technology. Und das sind 15 ml hier einmal drin. Die wird dann auf jeden Fall reichhaltiger sein als die Tagescreme. Ja, ne? Aber es hört sich für mich auf jeden Fall so an, als wären die beiden ein bisschen reichhaltiger als zum Beispiel diese Prodigieuse Boost-Geschichte oder so. Ja, ich habe ja vor ein paar Kläppchen schon gesagt, dass ich gerne mal wieder ein bisschen vernünftige Haarpflege hier hätte. Und ich glaube, dass uns jetzt quasi am 23. und 24. Dezember genau das erfüllt wird. Und zwar haben wir am 23. Dezember das Hair Prodigieuse Le Shampooing High Shine Shampoo mit fermentiertem pinken Kamelienöl mit 30 ml. Und ja, Shampoo finde ich super nice, mag ich sehr gerne leiden. Das hatte ich auch schon mal irgendwo mit drin. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Also da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Und wenn wir hier das Shampoo drin haben, haben wir safe in der 24 den dazu passenden Conditioner, oder?
Natürlich nicht, denn ein Produkt, was uns hier selbstverständlich noch fehlt, und das finde ich sehr nice, dass sie es reingepackt haben, ist hier von NYX das Will Prodigieuse Multipurpose Dry Oil für Körper, Gesicht und Haare. Und hier sind 30 Milliliter drin. Noch cooler wäre es gewesen, wenn die das in der Flasche reingemacht hätten, wo du nicht mehr den Schüttflakon hast, sondern halt mit dem Sprüher. Ne? Also wenn die das quasi noch eine Nummer größer gemacht hätten, hätte ich mir bei einem solchen Adventskalender wirklich sehr, sehr gewünscht. Also das wäre richtig toll gewesen. So hast du halt trotzdem das Produkt, ist klar, in diesem Glasflakon, aber noch cooler wäre es gewesen, wenn man das so zum Sprühen, ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr aber drin, oder weiß ich nicht, ja, wir müssen ja alle sparen. Naja, wir haben aber keinen Conditioner, wir haben super viel Duschgel, super viel Gesichtscremes und so. Ich kenne das Sortiment von NYX jetzt nicht so gut, als dass ich jetzt sagen könnte, Mensch, ich würde mir jetzt trotzdem wünschen, dass die da noch ein bisschen mehr abwechslungsreiche Produkte reinmachen. Na, in gewisser Weise darf ich mir das schon wünschen, denn Conditioner wäre schön gewesen. Noch eine Bodylotion hätte man auf jeden Fall vertragen können. Ich hätte mich auch gefreut, wenn die eins von diesen Pöttchen reingemacht hätten, von diesen Refdemiels. Da hätte ich auch gerne in Kauf genommen, dass die quasi zwei Lippenpflegen reingemacht hätten. Schön wäre auch gewesen, wenn die dieses längliche Wheel genommen hätten, dieses Lippenöl, was die ja haben, wo du halt oben diesen Bienenstamm drauf hast. Heißt das Bienenstamm? Bestimmt nicht. Genau, das hätte ich toll gefunden. Ich glaube auch, dass die Parfüm haben. Das hätte ich mir auch sehr in diesem Adventskalender gewünscht. Also, um die Marke optimal zu repräsentieren, hätte NYX hier noch ein bisschen mehr auf die Geschichte hauen können. Gerade für den Preis ist es ein bisschen Zähneknirschen mit dabei. Ich meine, ihr habt den Code, wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze ein bisschen günstiger bekommen. Aber na, so perfekt ist der Adventskalender von NYX jetzt nicht. Also wenn man das Ganze noch ein bisschen abwechslungsreicher haben möchte, kann man sich auf jeden Fall den von Purish selber mal angucken. Ne? Der ist auch sicherlich hier schon in der Infokarte mal irgendwann durchgelaufen, ist auch in der Infobox verlinkt. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.